Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zu einer neuen Folge Panzernachhilfe. Ja, wir fahren heute zusammen den Tiger 2 und der Mu ist am Start. Moin Moin Mu. Uhu. Und wir spielen heute Tiger 2, hatte ich gerade schon gesagt. Ich bin auf meinem CC-Account, nicht wundern. Mir haben da ein bisschen Credits gefehlt, um den bei meinem Account zu kaufen. Ich habe trotzdem richtig Bock auf den Tiger 2. Für mich ein richtig schön leckerer Panzer. Der nochmal ein gutes Upgrade ist zum Tiger 2, panzerungstechnisch, aber auch nicht zu viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Gun ist top, wie ich finde, und mit einer meiner Lieblings-T8er, wenn es einfach um reines Random geht. Was sind deine Erfahrungen mit dem Panzer, Mu? Was ganz lustig ist, weil der Tiger 2 gilt mit als einer der schlechtesten Achter in diesem Spiel. Eigentlich, aber wenn man dann Tipps und Tricks, sag ich mal, beherzigt, mehr so aus, naja, Support-Panzer-Spiel, das ist kein Panzer, wo man sagt, ich bin Frontschwein, ich fahr rein, sondern mehr so, okay, wir schauen, was geht, ich helfe gerne mit, nehme auch gerne mal einen Schuss, aber dann doch eher mehr der Supporter, finde ich, so ist die Rolle von ihm. Genau. Ja, was habe ich drin? Ich habe einen Stabilisator, einen Ansetzer, Lüftung, Munitionssetup, relativ ausgeglichen. Etwas, ja, ein Tickchen mehr APCR-lastig, aber wir werden sehen, AP reicht da vollkommen. Wir haben ein Medikit, Repair-Kit, die Ration und noch das verbesserte oder den verbesserten Ansetzer mit drin, um da relativ viel mit rauszuholen. Deswegen auch bitte nicht wundern, warum ich so viel Zeug in der Garage habe. Nein, es ist nicht mein echter Account, wie gesagt, ist der Account zum Testen und Spielen. Dann würde ich sagen, einfach let's go! Ja, viele wünschen sich tatsächlich einen Buff für den Panzer. Auch ich. Turmpanzerung muss mindestens noch 5 mm mehr drauf. Und oder er muss schneller werden. Eins von beiden. Genau. Er ist halt da so ein bisschen eingeschränkt, weil durch den Turm, wie beim E50, die haben alle diese Krankheit, triffst du hier und rundherum. Eigentlich Instant Pen sofort. Wanne kann man auch sehr leicht ober, also die obere Wanne schon obermatchen mit genug Penetration. Gut, wenn man jetzt sagt, man ist im 6er, 7er, vielleicht mal eine Runde, geht das alles. Aber dennoch, auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, man kann einen Buff gebrauchen. Aber ich hoffe, ich kann euch zeigen, dass der Panzer trotzdem gut ist. Er ist halt ein Side-Scrimming-Monster. Allerdings gegen Haldon-Dinger wie, ne, ihr 7 zum Beispiel, wenn du ein oh, ja. 7 oder sowas oh, siehst. Je. Du hast keine Chance, fahr einfach woanders hin. Direkt rennen, direkt weg, weiße Flagge zeigen. Ja, was haben wir die Runde hier? Wir sind im reinen Achter, keine Arti. Gut, auf Ruinberg ist es immer noch so eine Sache. Nicht unbedingt ja, ausschlaggebend, die Arti kann trotzdem manchmal wehtun. Ich werde mich jetzt relativ aggressiv in Stellung bringen, weil, wie gesagt, ich auch ein bisschen Support habe von IS-3, T-34, ich hoffe, sie kommen mit. Ja, ich bin hinter dir. Ja, perfekt. Mu ist auch da zum Backuppen. Wir schauen mal, wie aggressiv ich den Panzer wirklich fahren kann. Testen einfach. Oh, oh, okay. Schön. Ja, den haben wir noch kurz einen gegeben. Hat natürlich auch noch Reload gehabt, die so hat ja eben gerade okay. Geschossen. Bin auch in Stellung. Gut, ich guck mal, was jetzt mit Sidescreen hat ja Mu auch gerade schon erwähnt. Sehr, sehr schön. Man kann den IS-3 weg. Oh, hinter oh, mir. Oh. Hinter dir? Ja, pass auf. Oh, das war, ne, das war schlecht von mir. Da habe ich nicht ganz drauf geachtet. Einfach hinter mir, wenn du das Backup weiter hinter mir hältst, wäre ein Träumchen. Die so kommt nämlich gerade wieder. Ja. Kannst du dir geben? 2 Sekunden nach. Ja, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Einfach da hinter mir mein Backup sein praktisch. Den Rest vorne kläre ich hier mit den anderen hoffentlich. Aua. Sehr schön, sehr, sehr gut. Die S3 ist noch durchgefahren hier oben, aber ist erstmal kein Problem für mich. Ich konzentriere mich jetzt wieder hier zusammen mit Mu auf diese Flanke. Eine Flanke gecovert. Ihr seht es hinter mir, ich hatte genug Backup, um mich da sorgenlos umzudrehen. Mein Fehler war natürlich eben gerade, ich habe nicht drauf geachtet oder nicht dran gedacht, dass hier natürlich Panzer stehen. Ich sie nicht aufbekomme, wenn mein Turm hinter diesem, ja, sag ich mal, hinter der Burg etc. steht, hier in diesem Haus. Und deswegen konnten sie mir schön in den Arsch schießen, also ins Heck praktisch hinten rein. Ja, das Ding ist halt riesig, ne? Genau, ein riesen deutscher Panzer, aber auch kanontechnisch gute Qualität. Na, hast du dich aber damit gleich 3 angelegt? Für den Tiger und mich ist das kein Problem. Wir regeln. Stay positive. Ja.
Oh ja, jetzt siehst du gleich mich platzen. Oh je. Ich mach mal eine zweite Front auf. Alles klar. Oh, wenn da nicht ein Skorpion wäre. So, schön Sidescrapen hier wieder. Sollte der ein oder andere von euch nicht wissen, wie Sidescraping effektiv funktioniert oder wie man es richtig macht, einfach gerne bei meinen Videos suchen. Habe ich jeweils zum Front-Sidescraping und zum Back-Sidescraping Video gemacht. Das kann man sich in Ruhe anschauen, um da komplett up-to-date zu sein. Wobei, du kannst ja da eine Eselsbrücke bauen, gerade bei den deutschen Blockpanzern, ne, die so viereckig sind. Einfach Kanone übers Eck. Das ist der beste Winkel. Ja, das ist praktisch die Kurzformel, richtig. Ja, 9-0, die Seite haben wir ganz gut überrannt. Oh ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du da alleine gegen die drei, dass die dich nicht pushen. Warum pushen die dich nicht? Weil die Angst vorm Tiger haben. Der Tiger ist eine Maschine. Ja gut, also ich sag mal, ja, warum haben sie mich nicht gepusht? Die wussten natürlich einerseits, wenn sie rumkommen, kriegen sie von 4-5 Panzern hinten. Und von der anderen Seite, ja, stand ich eigentlich immer so, dass sie mich nicht penetrieren können im Sidescrape. Deswegen. Jetzt fehlt noch irgendwo ein Skorpion. Also ich persönlich mag den Tiger 2 auch, aber nicht so sehr, dass ich dem jetzt standardmäßig spielen will. Man landet halt so oft im 10er-Gefecht, wo ich einfach echt wenig machen kann, außer hinten stehen und snipern. Und im 8er finde ich den IS-3 einfach angenehmer zu spielen. Der Tiger 2 hat seine Vorteile, hat aber auch viele, viele Nachteile. Genau, Panzerung zum Beispiel. Der Turm ist halt extrem anfällig, hatten wir auch schon besprochen gerade. Mhm. Aber dafür lief doch die erste Runde ganz easy peasy lemon squeezy. Naja. Oh, erste Klasse, schön. Auch wieder Top 3, wir beide an Damage, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich in die nächste Runde rein. Hoffen wir, dass das Matchmaking uns nicht bestraft für die gute Runde jetzt. Wir werden sehen. Hm. Ja, das ist in Ordnung. Das ist der CC-Account, Algo, das ist der CC-Account. Ja, genau, das ist Premium-Matchmaking, alles Kappa. Bitte Ironie verstehen da. Ja, auch wieder eine schön solide Runde. Wir haben einige Heavies, 4 Stück im Gegnerteam. Aber auch hier sowas wie Super Pershing etc. wird auch in der Stadt kommen. Die sind einfach zu langsam, um aufs Feld effektiv zu arbeiten. Deswegen werden wir gut was zu tun haben. Ich denke, wir fahren einfach vorne rein. Ein bisschen Sidescrape, ein bisschen gucken. Aber ich freue mich auf immer solche Runden. Artillerie ist da halt echt immer meistens ein Dorn im Auge, wobei auf dieser Map auch nicht so entscheidend. Interessant ist auch, dass die 10-5er, die wir hier drauf haben, gab es niemals auf dem Tiger 2. Da, gut, da kannst du mit deinem historischen Wissen glänzen. Genau, was war denn da für eine Gun drauf? Eine 8-8er, eine lange. Mhm. Das Schöne ist, ich war ja schon mal im Tiger 2. Ich saß da schon mal drin, hatte ja den Richard Cutland, den Challenger, interviewt. Und du hast so eine geile Akustik in dem Panzer, da kannst du tatsächlich Opern drin singen. So geil ist die. Wow. Schnell eine gedrückt im LTDW. Gut, die Fender kommt ran. Bist du close bei mir? Ja, ich sehe bloß nicht viel. Track auf den Defender. Oh, nice, kannst du retracken? Schön. Ah, leider nicht getrackt. Oh, das war nicht so gut, der Peak. Ah, Defender kommt wieder. Kannst du mir helfen? Schön, sehr wichtig. Jetzt haben wir ihn. Ich track nochmal. Ja, und nehme ihn raus. Ist One-Shot für dich. Sehr sauber. Hab zwar gut HP jetzt geblutet, aber schon mal ein Panzer weniger. Wir sehen, der Löwe hat mich ein bisschen am Schirm. Ah. Boah, bitter. Jetzt muss ich extrem vorsichtig sein, ja, dass ich jetzt nicht noch einen Schuss bekomme. Nicht viel helfen. Genau, ich ziehe mich jetzt ein bisschen zurück. Runde geht erst, ja, anderthalb Minuten, deswegen ganz entspannt, in Ruhe. Aber anderthalb Minuten und der Defender schon raus, ne? Ja, okay, das ist auch schon ein Punkt, der stimmt.
Das kennt er nicht. Okay, warum habe ich diesen Peak jetzt gemacht? Dieser Super Pershing hat in die andere Richtung geguckt. Bei diesem Super Pershing bin ich safe. Also, er sieht nur meinen Turm. Da habe ich jetzt einfach gehofft, dass er mich nicht penetriert. Deswegen habe ich diesen Peak gemacht. Und der Löwe, ja, hat den der geschossen. Wird nicht mehr. So. Hältst du mal kurz aus, dann fahre ich nämlich mal ein bisschen rum. Ja, klar. Ja, ihr seht, die Gun ist halt absolut lecker, wie ich finde. Läuft da fast jeden Schuss rein. Das ist eine der besten Kanonen auf die A8, ja. Ja. Oh, da hinten steht noch ein TS5. Das Problem mit dem Tiger 2, ich finde da die Panzer immer nur, wenn ich die Kugeln zähle quasi, die in mir landen. Die Sichtweite sind nicht so gut. Der ist halt einfach groß. Viel zu groß. Da aufpassen, wenn ein Panzer kommt. Oh, oh. Ja, es gibt Bounce. Du bist fracked. Schön. Na. Ja. Ich kann hier nicht reinpicken, oder? Naja. Doch, wenn ich mich um den T26 kümmere. Das stimmt, ja, aber wir müssen uns beeilen, der ist gleich wieder ready, die Sue. Ich würde noch kurz warten. Okay, die Sue hat. ISO hat. Ich bin leider abgeprallt an der ISO in dem Moment. Ja, ich bin also deinetwegen schon tot. Okay, super. Ja gut, so kann man es auch sagen, ja. Ne, aber auch wieder eine, wir haben schön gepusht, steht 10-8, sollte auch kein Problem mehr sein für unsere Leute jetzt hier. Gegner rauszuholen, CDC, kann einfach rumpieken, die ISO sich nehmen. Warum fährt er nicht vor? Hopp, hopp, weiß ich nicht, sie können doch einfach gucken um die Ecke. Ja, sie guckt ja gar nicht. Sehr schön, hat er jetzt auch realisiert, top. Jetzt den Jagdtiger noch, den TS5 zusammen. Und dann sollte die Runde eigentlich auch gegessen haben. Was macht denn die Badge da hinten? Aimt ihr immer noch die? Oh je, na gut. Lassen wir ihn mal spielen. Ja, manche Leute brauchen halt ein bisschen länger. Oder fühlen sich dort wohl, wo sie sich eingekämpft haben. Das ist okay. Ist ja auch ein schönes Fleckchen. Nur nicht gerade für ein Light. Oh, sehr schön. T69 hat ihn gut rausgenommen. TS5 da hinten noch. Hat er am Schirm hoffentlich. Ja, sieht das schön. Ja, TS5 ist ein kleiner Endboss, ne? Genau, wenn er frontal zu dir steht. Seitlich kein Problem. Frontal schon. Also ein sehr, sehr starker TS5 macht schon einen Unterschied in der Runde. Oh ja. Ah, die Panzer fallen jetzt auch Step by Step. Das ist top. Das Problem war, der TS5 wäre eigentlich in der Stadt besser aufgehoben gewesen. Der hätte niemals hinten rumstehen dürfen. Das ist ein absolut offensiver Panzer. Ja, er braucht halt natürlich seine Panzer, die ihn in der Flanke beschützen, klar. Aber generell aggressiv vorne rein und natürlich DPM und Panzerung mit anbringen. Wir sehen es, der Bulldog macht den jetzt einfach nass und... Er braucht länger. Klick. Sehr schön. Ja, schöne, solide Runde. GG. Ja, also im Achtergefecht macht der Tiger 2 unheimlich viel Spaß, vor allen Dingen, wenn es keine offenen Karten sind, wie Pokrovka oder so. Ah, ist ja klasse schön. Ja, top, auch wieder Top 3 Damage. Was willst du mehr, Mensch? Sieg und Top 3 Damage für beide. Easy, let's go. Mhm. Okay, beide Runden liefen super. Ich hoffe, wir kommen wieder in so ein leckeres Matchup. Mhm. Und? Ach, Mensch. Ja, komm, hätten wir aber eigentlich schon mal Tier 9 oder Tier 10 verdient. Manchmal hat man aber auch Glück. Dafür hat jemand anderes Pech. Muss man immer so sehen. So. Auch im Tier 8 sehe ich mich trotzdem ein bisschen als Supporter. Wir haben allerdings nicht so viel zum Supporten aus dem IS-3. Rechts oder links? Ich würde rechts sagen. Ein bisschen mehr Arti geschützt, außer natürlich die Arti steht auf K1. Aber generell sind wir da mit DPM, mit dem Tiger, dem IS-3 da überlegen. Wir können den da relativ gut rausnehmen, wenn wir halt schnellstmöglich vorne auf F1 hinfahren. Ja. So, wir haben einen Löwen, der Halldown nicht zu penetrieren ist von uns. Oder kaum. Und wir haben einen AMX M4, der auch echt, wow, echt schwer zu penetrieren sein wird. Genau, da hast du oben nur links die Hedge, also die,
die Möglichkeit, in die Commander-Kuppel eine Kugel reinzujagen, so würde ich sagen. So viele Cards. Aber sexy ist er, ne? Oh ja, sieht also genau, designtechnisch lecker. Der Ferdinand Porsche hat ja damals schon Türme gebaut. In der weisen Voraussicht, seine Türme sind allen anderen überlegen. Waren sie aber nicht, deswegen gibt es halbrunde Türme. Ne, der erste hier, der ist Doktor. Ja. Das sind die Überbleibsel und die Henschel-Türme, die du jetzt hast. Und naja, es wurde beides eingesetzt tatsächlich, aber die alten Türme, die hier vom Stockturm, die haben eine Schussfalle. Wenn also jemand auf den Turm in einem unteren Bereich schießt, geht die Granate, prallt die ab am Turm, ne? Wie es ja eigentlich soll. Geht aber voll in den Kampfraum und das will halt keiner. Und das war halt einfach eine absolute Designschwäche, die auch beim Panther am Anfang ziemliche Probleme verursacht hat. Ich bin immer wieder fasziniert, was du da für ein Wissen hast. Ich habe noch nie von dem Henschel-Turm, hast du gesagt, Henschel? Mhm, Henschel-Turm. Henschel-Turm gehört. Das ist der eckige. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Wenn ich Pech habe, sterbe ich jetzt, weil ich absolut careless gespielt habe. Heißt, in dem Moment hatte ich Glück gehabt, dass ich nur ein bisschen Damage bekommen habe. Ja, ich biete mich auch an. Alles gut, ich bin safe eigentlich. Ja, alles, mach keinen Stress, Mo, mach keinen Stress, alles gut. Du stirbst nur, wenn du Pech hast. Na gut. Alles entspannt, ich bin safe. Wir müssen jetzt ein bisschen, ich habe einfach ein bisschen careless gespielt, muss die ganze jetzt wieder ausbaden. Dachte, die ist 3, ja, guckt nicht ganz oder kommt nicht ganz ran, hab dich geschaut und bin einfach rumgegangen und das war der Fehler. Oh oh. Ja, ich muss zurück, bin One-Shot. Ja, hau ab. Hinter uns der LC. Okay. Abhauen wird da doch eher schwieriger, wir sind hier echt unterlegen. Die andere Seite gewinnt dafür ganz locker. Okay, der erste Schuss muss ein Crackshot sein. Ist ja ein bisschen zu spät, ja, okay. Ah, die Jungs räumen aber gut auf. Wenn sie jetzt beilen und cappen, ist die Runde auch gewonnen. Ja, ich habe mir erzählt, hinter mir, das gefällt mir nicht. Ah, sehr schön. Auch schön einen Trackshot auf den Löwe gegeben. Bisschen den Push verlangsamt so vom Her. Vom Ding her. Ja, aber. Sauber. Bleib schön links drauf. Der Pantera hat da immer noch Angst oder was auch immer. Na. Sauber, Mo. Schön. Aber jetzt bin ich gleich tot. Und tschüss. Okay, Fazit von der Runde. Die Runde habe ich verkackt. Also ich denke schon, ich hätte es definitiv besser machen können, wenn ich deutlich länger meine AP behalten hätte. Sie hätten nicht direkt pushen können. Hätte auch mehr Damage gefarmt. Generell Mu hast du top gemacht. Auch den Push verlangsamt, den du sie gekettet hast und Damage gemacht hast. Mhm. Jetzt vom Punkt 1 her, wir denken nur, man denkt als Ego-Spieler im ersten Moment, ist nur Damage machen, aber fürs Team ist in so einem Moment halt einfach besser, die Leute zu tracken. Wenn man sieht, okay, die anderen Leute kommen von hinten, verlangsame ich den Push, wenn ich den ersten oder zweiten tracke, die anderen sind verunsichert und kommen nicht, direkt mitgepusht. Und somit, steht es dann doch 13-8 oder dementsprechend hoffentlich gleich 15 oder 15-9, wie auch immer. Hat die mehr Zeit, da ein bisschen zu helfen. Ganz genau, ja, die hat auch Reload, hat auch mit reingeschossen, hat mir auch gesehen. Also wir haben uns trotzdem, also besser gesagt, du hast dich sehr gut verkauft. Ich habe mich versucht, dann noch dementsprechend meines Fehlers so gut es geht zu verkaufen. Aber trotzdem würde ich sagen, Sieg ist Sieg. Ihr wisst, wie es ist. Hauptsache gewonnen. Ja, macht das jetzt zu Hause nach und ihr werdet diese Runde verlieren, weil die linke Seite garantiert nicht pusht. Genau, die steht einfach nur hinten, so. Hinten auf B0 und wartet ab, bis alle kaputt sind und alle gestorben sind. Genau, das ist wirklich nur bei Algo so, dass das alles so fluffig funktioniert hier. Wie im Film, wie im Fernsehen, sagt man doch immer. Ja, ist wirklich schlimm, Alter. Ja, Endfazit zum Tiger 2. Mu, ich bin gespannt. Hat sich deine Meinung so ein bisschen vom Anfang geändert? Ist er spielbar? Nee, ich bleib bei der Meinung, er braucht einen Buff. Ich persönlich mag ihn sehr, aber ich weiß, dass in der Community echt sehr, sehr, sehr schlecht bei wegkommt und viele andere Achterpanzer, gerade die neuen Premiums, sind sehr viel stärker in normalen Händen.
Ja, genau, also normale Premiums oder auch die neuen normalen Premiums, sei es ein Defender, natürlich deutlich stärker als ein Tigra 2, aber dennoch ist für mich ein Tigra 2, der Panzer, ich setze mich rein, der macht Spaß, den fühle ich. Ja? Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, da habe ich einfach Bock drauf, es macht Spaß und natürlich, wenn die Runden dann laufen, also ich bin nach wie vor der Meinung, der Tigra 2 ist trotzdem ein Panzer, den man auf jeden Fall fahren kann. Es gibt immer stärkere Panzer, finde ich, aber die Spielweise macht natürlich auch viel aus. Also Freunde, ich hoffe, ich konnte euch heute mit dem Video und zusammen mit Mu ein bisschen mehr vom Tigra 2 zeigen und ein bisschen was ja auch hoffentlich beweisen, dass er worth to play ist. In dem Sinne, checkt gerne Mu's Kanal ab, in der Videobeschreibung verlinkt. Und vielen, vielen Dank, Mu, für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.